Der Kollege Herbert Behrens für die Fraktion Die Linke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wer heute über Verkehrspolitik spricht, der kann sicherlich über den angeblichen Kompromiss in der Pkw-Maut nicht schweigen. Wir müssen feststellen, dass ein weiterer Vorhang aufgegangen ist für die Fortsetzung einer unendlichen Geschichte, einer ungeheuerlichen Geschichte. Sie hat ihren Anfang genommen, dass der CSU-Stammtisch meinte, mit der österreichischen Pkw-Maut ein Ärgernis zu haben und deshalb versucht hat, wie kriegen wir es hin, dass auch die Österreicher bezahlen müssen. Das hat der damalige Generalsekretär der CSU, Dobrindt mit Namen, in ein parteipolitisches und wahlkampfpolitisches Konzept umgesetzt und das in den Bundestag hineingetragen. Es wurde Bestandteil eines Koalitionsvertrages von CDU, CSU und SPD und hat in einem quälenden Prozess über Jahre dann das Ergebnis gehabt, dass am Ende keiner zufrieden gewesen ist, weder die, die es richtig wollten, noch die, die es immer schon abgelehnt haben. Wenn jetzt die Nachricht kommt, man habe sich in Brüssel geeinigt, dann müssen wir sehr genau hingucken, auf was man sich da wirklich geeinigt hat. Wir haben gesehen, dass wir weiter ein Bürokratiemonster vor uns haben. Und dieses Bürokratiemonster wächst sogar noch. Es wird künftig nicht nur 3 Staffelungen bei der Maut geben, sondern 5. Es wird weitere Bearbeitungsaufwände geben, um genau abwickeln zu können, wer muss eigentlich welche Vignette kaufen. Der Ertrag wird noch kleiner. Ja, die Vielfalt muss sich aber dann möglicherweise daran gestalten, dass die Leute mehr davon haben und möglicherweise auch der Staat mehr davon hat. Wir haben nichts davon. Wir haben Belastungen für die Bürger und wir haben weniger Einnahmen für den Staat. Wer kann eigentlich in der Koalition damit zufrieden sein? Das ist mir völlig unverständlich. Aber ein wichtiger Punkt ist eben auch, die Beziehung zu unseren Nachbarstaaten in Europa ist schwer gefährdet. Es hat großen Schaden angerichtet, so vorzugehen, so brachial vorzugehen. Und das wird sicherlich noch seine Folgen haben, die wir alle nicht wollen. Dieses Projekt muss sofort gestoppt werden. Und meine Forderung an die SPD, nehmen Sie sich selber ernst und tun Sie jetzt wirklich dafür, dass im Zuge dieses Verfahrens die Maut blockiert werden kann, so wie es der Verkehrsminister in Niedersachsen auch gefordert hat. Wir sind dabei. Zur Verkehrspolitik gehört Weitsicht. Die haben Sie bei der Pkw-Maut nicht gezeigt, Sie haben sie beim Bundesverkehrswegeplan nicht gezeigt und auch bei den Ausbaugesetzen nicht gezeigt. Zur Weitsicht in der Verkehrspolitik gehört, dass wir uns überlegen müssen und klar sein müssen. Ein Bundesverkehrswegeplan legt die Schwerpunkte fest für die nächsten 15 Jahre Verkehrspolitik. Was heute dort reingeschrieben wird, wird uns die nächsten 15 Jahre noch begleiten, wird die Bürgerinnen und Bürger begleiten. Entweder Sie bekommen was versprochen, wir bauen euch eine Entlastung, oder Sie haben die Chance, dass das relativ schnell durchgesetzt wird. Dieses Hinhängen an eine lange Frist, Leute, beruhigt euch, wir kommen mit dem Projekt in dem einen oder anderen Jahr zu euch. Das führt dazu, dass jede Alternative in der Zwischenzeit unüberlegt bleibt, nicht weiter geplant werden darf, immer mit dem Hinweis, aber es steht doch im Bundesverkehrswegeplan, setzt euch mal wieder hin, wir lösen das schon. Das ist keine Politik mit Blick auf die gegenwärtigen Probleme und schon gar keine Politik keine Verkehrspolitik mit Weitsicht in die Zukunft. Die Leute lassen sich nicht vertrösten, sagt der Kollege Herzog. In der Tat, darum sind sie vielfach aktiv geworden in Bürgerinitiativen. Sie haben eingefordert, sie wollen beteiligt sein in diesem Verfahren und haben ihre Alternativen eingebracht vor Ort. Und das hat nicht nur was mit Blockadepolitik zu tun, das hat was mit kreativen verkehrspolitischen Vorstellungen zu tun, die wir an allen Stellen gesehen haben. Das Beispiel A39 beispielsweise. Über Jahre haben sich dort die Bürgerinnen und Bürger in verschiedenen Orten entlang der Trasse zusammengesetzt und Pläne für Alternativen geschmiedet. Dabei kommt heraus, die A39 ist verzichtbar durch kleine Maßnahmen, durch Ausbaumaßnahmen und teilweise auch durch Neubaumaßnahmen, wenn ein Ort dringend umgangen werden muss. Das ist Planungsfantasie, die bei den Bürgerinnen und Bürgern da ist, aber sie ist nicht zu finden im Bundesverkehrsministerium. Und das muss auf jeden Fall ein Ende haben. Das Wort erhält nun der Minister.